Ja, komm, bevor mein Pommes weg. So, guten Morgen, Leute. Ihr habt mein Gewicht gerade gesehen. Es ist jetzt genau eine Woche nach der Speed Week. Das heißt, wir haben wieder Freitag. Ich sitze jetzt gerade beim Dennis im Auto, der schon das Booster Review hier alles vorbereitet, aufbaut. Ich bin jetzt 1 Kilo leichter als Anfang der Speed Week. Heißt 92,5, habt ihr heute gesehen, oder 92,3, irgend sowas. Und dementsprechend ist ein bisschen was. Autsch, Bildschirm abgebrochen. Ist ein bisschen was unten geblieben, obwohl ich jetzt eigentlich gut reingehauen habe die Woche. Also ich habe so ein bisschen Diätpause gemacht, sage ich einfach mal. Streifen in der Schulter waren letzte Einheit brutal, hätte ich gerne gefilmt, aber jetzt werden wir mal einen Booster testen. Was haben wir am Start? Hier, Leute. Da. Oh, schon wieder bunt, glitzergeil. Und wieder auf meinen Arsch. Und wieder auf Dennis seinen Arsch. Ich habe ja noch einen neuen, den ich ja schon bei mir getestet habe. Den können wir auch auf deinem Channel nochmal testen, den Nossbomb. Habt ihr schon gesehen, das Review, wenn nicht, ist es verlinkt hier. Okay. Guter Booster. Ja, mach nur mal deinen Move. Geil. Jetzt geht's in die Push-Einheit. Ich werde negativ Bankdrücken machen, da werde ich euch nochmal mitnehmen. Viel mehr werde ich vielleicht nicht filmen, mal gucken. Vielleicht ein, zwei Szenen noch und dann geht's ab. Letzter Aufwärmsatz vom Negativbankdrücken. 110 Kilo. Dennis ist das erste Mal, der hat es glaube ich noch nie gemacht heute. Also er wird, denke ich mal, bei 110 maximal bleiben. Ich will die 140 heute wenigstens einmal oder zweimal rausdrücken. Und probiere ich erstmal die 110, wenn die easy gehen. Dann wird auf jeden Fall getestet. Waren easy drin, also die ersten vier habe ich alleine gemacht, dann hat Dennis bei den letzten zwei ganz gut geholfen und jetzt sind wir weiter beim Schulterdrücken bzw. Nackendrücken, ist aber für meine linke Schulter eine Rotatorenmanschette, fühlt sich gar nicht geil an, deswegen habe ich jetzt nur zwei Sätze davon gemacht, wir drücken jetzt von vorne noch ein bisschen, aber das ist wesentlich angenehmer für meine Schulter und dann geht es weiter zur nächsten Übung. Lieblingsübung für die Seite, Schulter abgeschlossen, aufrechtes Rudern, geht einfach richtig rein, kann man viel Gewicht bewegen, kann auch ein bisschen abfälschen, damit man einfach, solange man die Schulter gut spürt, kann man auch, wie gesagt, ein bisschen abfälschen, dass man einfach ein bisschen mehr Gewicht bewegen kann. Jetzt eine Spezialübung von Dennis, wir haben Seitheben jetzt, Dropsatz aus 14 Kilo, dann 8 Kilo und dann mit Frontheben, mit einer 10 Kilo Scheibe, dann noch die Schulter ein bisschen ausbrennen, dass ich glaube zwei, drei Sätze davon. We'll be right back.
Was ein brutaler Satz. Das gibt einem Pump in die Schultern. Leck mich am Arsch. Ich habe auch noch Restpause. Also ich habe jetzt die 14 Kilo getroppt mit 12 Wiederholungen. Im ersten Satz mit 15 Wiederholungen. Dann habe ich getroppt auf die 8 runter. Da habe ich schon einen kleinen Restpausesatz gemacht. Habe 8 Wiederholungen oder 9 Wiederholungen eben geschafft. Habe hoch auf 12, 13 Wiederholungen gearbeitet. Und dann nochmal dieses Frontheben. 6 Wiederholungen geschafft mit den 10 Kilo im zweiten Satz. Restpause hoch auf 12. Alter, heftig. Zu heftig, ey. So, Brustpresse eben gemacht, die schräge Brustpresse. Ist überhaupt nicht so mein Fall. Ich merke die eher an der linken Schulter, habe ich immer ein bisschen Probleme. Aber Dennis zuliebe habe ich die heute mal gemacht. Sehr leicht. 15 bis 20 Wiederholungen habe ich da nur rausgehauen. Und jetzt die Fleiß. Da versuche ich jetzt wirklich wieder schön Dehnung auf die Brust zu kriegen, das Ganze nochmal zu öffnen und dadurch noch ein bisschen mehr Blut reinzubekommen in den Muskel. Dann mal schauen, ob das klappt jetzt. Eigentlich will man es dann auch fangen, aber komm. I really hate to say this, but I wish I was 18. My conscience was so dirty then, I never got it clean. But the show is what I live for, and the words I wrote were mean. Cause you never know what living is until you live the dream. Just because we're getting so, jetzt auch noch meine Lieblings-Dip-Übung. Heute machen wir nur meine Lieblings-Übung. Das ist unglaublich. Hier, diese Dip-Maschine geht richtig gut rein. Ich bleibe ein bisschen aufrechter sitzen, also ich lehne mich nicht mit der Brust ans Polster. Durch das aufrechte Sitzen habe ich halt den Bauch noch ein bisschen mehr dabei, beziehungsweise halt Rumpfaktivierung, dass ich sitzen bleibe. Und ich komme wesentlich besser rein, als wenn ich mich vorlege. Kann es besser ausstabilisieren. Wir haben jetzt hier 50, 90, 100, 125, wenn ich nicht rechnen kann. Kann ich nicht mehr, aber über 100 auf jeden Fall. Ja, werden wir mal gucken, ob ich da 10 Wiederholungen schaffe. I sang it for the record and we'll call it coming clean. I sang a lot of dirty words that I didn't always mean. But the people that we know now and the places that we've seen showed us all the ups and downs and everything between. So, wir haben jetzt Februar, den 10. 10., ja? Mhm. 10. Februar, das heißt, ich mache seit ein bisschen länger als einem Monat jetzt Diät. Gucken wir nach dem Push-Training, natürlich jetzt voll auf Pump, Booster drin, die beste Version, die es gibt. Gucken wir mal, wie die Form jetzt aussieht. Gehen wir mal die Grundposen durch. Mit Lächeln muss ich wieder üben, ey. Scheiße. Und die vier Finger, ganz wichtig, diesmal nehme ich so mit. Auf der deutschen haben sie nämlich gesagt, vier Finger, ich habe nicht kapiert, was sie von mir wollen. Ja, ich denke mal, das reicht für den Formcheck heute. Das sieht gut aus, ey. Wird mal mit dem Körper andersrum. Mir hilft das nicht so ein Schatten. Mal kurz im
Im Spiegel sieht es nämlich auch nicht so schlecht aus. Ja, das ist halt natürlich das beste Licht, was man sich erhoffen kann hier. Ne? Das ist schon was anderes, wenn das dann so im Live auch so aussehen würde. Also lasst euch nicht täuschen hier von dem Licht. Ich habe eigentlich noch nie trainiert. Das ist einfach nur dementsprechend gutes Licht. Oder was sagen Sie? Ja. Ich würde sagen, Dennis ist kaputt. Dennis, was sagst du zum Training? Super Training. Dritte Übung hat schon gereicht, beziehungsweise das vierte. Wir haben ja noch Negativbankdrücken gemacht, aber glaubt mir, diese Kombi aus Schulterdrücken, also Hinterkopf, vorm Kopf jeweils zwei Sätze, aufrechtes Rudern und diese super Kombi Seitheben fickt total. Aber ist geil, Hammer. Da kann ich ihm nur zustimmen, obwohl ich es hinter dem Kopf halt nicht so gerne mag, aber ausnahmsweise haben wir das heute mal gemacht. Kurze Planänderung, bevor es meine Müllermilch mit Honig gibt. Mit Dennis jetzt schnell. Mit Dennis jetzt noch schnell zum Mediamarkt. Der braucht einen neuen Monitor, damit er wieder Videos cutten kann. Ja. Und dann gibt es eine richtig leckere Portion zu essen. Deswegen werde ich jetzt schnell in mein Auto gehen. Bis gleich. Wir treffen uns am Mediamarkt-Eingang einfach. Eingang, alles klar. Schnell. So, Dennis hier noch am Aussuchen von Bildschirm. Gibt hier aber auch eine gute Auswahl. Sogar mittlerweile PC-Bildschirme, die gecurved sind. Sieht auch ganz cool aus. Ich habe auch schon was gefunden. Joker. Ich als alter DC-Fan, DC-Comic-Fan, Batman, Superman, alles am Start. Da muss die Sammlung natürlich erweitert werden. Obwohl der eigentlich auch nicht verkehrt ist, oder? Wenn das der ist. Oder? So, vom Mediamarkt zurück. Jetzt schnell eine Runde. Jetzt gibt es eine Runde Döner mit Reis oder so. Auf jeden Fall, wir haben jetzt schon 3:30 und ich habe noch nichts gegessen. Das ist die erste Mahlzeit für heute, also kann ich mir eine große Mahlzeit gönnen. So, Post-Workout-Meal, hier ein bisschen Salat nur, ja, für die Bizeps, dann Schafskäse, gute Portion Fleisch, Gobi-Soße und dann noch Reis dazu, da werden wir auch ein paar Kohlenhydrate haben. Dennis hat das Ganze ohne Kohlenhydrate. Ich bin nämlich Ding, Low Carb Mister. Low Carb. Auf jeden Fall sieht das ziemlich gut aus. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Und dann gibt es meinen Müllermilch. Gut? Hammer. Sehr gut. Schon seit einer halben Stunde gefühlt am Essen und es wird kein Deut weniger. Also es ist eine richtig gute Portion. Also da werde ich satt. Ich habe Hälfte geschafft und bin jetzt schon gestopft, würde ich sagen. So, wir gehen jetzt wieder getrennte Wege. Die Portion war so heftig, ey. Ich bin dick im Fresskoma. Ich werde jetzt nach Hause fahren, mich schön hinflitzen auf die Couch, ein paar Videos schneiden und dann Feierabend für heute. Müllermilch, die schaffe ich auch nicht mehr. Fuck. Vielleicht bis später. So. Jetzt kommt sie endlich, meine Müllermilch-Honig-Saison. Ich hoffe, die schmeckt so geil, wie sie aussieht.